Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video Raid Shadow Legends mit mir, Oliver. Und heute will ich euch mal zeigen, dass die seltenen Champions auch im Doom Tower auf schwer immer noch sehr gut einsetzbar sind und man nicht immer ein Team aus nur legendären, nur epischen oder sowas braucht, um jetzt irgendwas im Doom Tower auch reißen zu können auf größeren Stufen. Denn ich habe mir heute mal Graubart rausgesucht, den ich selber immer bei meinen Magma-Drachen-Runs auch mitnehme. Warum nehme ich den mit, erkläre ich euch gleich. Also wir sehen jetzt auch bei einem relativ hohen Magma-Drachen vom Doom Tower, ich glaube Stufe 80 ist das jetzt hier. Und ich benutze trotzdem immer noch Graubart, wie man auch hier sehen kann. Das ist meine Bestzeit mit Graubart im Team. Natürlich sind die anderen jetzt legendär, aber man kann natürlich auch andere Champions benutzen. Also was wirklich wichtig ist, ist einmal Heilung, Wiederbelebung für Graubart, dass wenn er als Tank einmal ausgestiegen ist, muss er auch mal wiederkommen. Es lohnt sich auch mehrere Leute mit Provozieren im Team zu haben. Man sollte auch wenigstens einen dabei haben, der einen guten Schaden macht. Das ist hier Eiserner Prago und sein Vorteil ist ja gleichzeitig, wir haben noch eine Erhöhung der Defensive. Das kommt ihm auch zugute. Er ist ja ein Defensiv-Champion, unser Graubart. Also Eisernen Prago habe ich hier jetzt einfach nur mitgenommen, weil er auch provozieren kann. Weil er auch die Defensive erhöhen kann, weil er einen Defensivsteigerer macht und einen Angriffsverringerer. Leider ist sein Element ja schwach gegen das vom Drachen, deswegen macht er jetzt hier auf der Stufe nicht so viel Schaden. Lydia nur für den Defensivverringerer die Schwächung und den Speedbuff. Also das heißt, wenn man jemanden mit Speedbuff hat und vielleicht noch jemanden mit Defensivverringerer oder auch Eiserner Prago macht er auch den Defensivverringerer, könnte man auch Lydia natürlich ersetzen. Drogul wegen dem Schild. Also Schild ist auf jeden Fall unschlagbar von Drogul hier in dem Ding. Aber man kann natürlich auch einen anderen Champion nehmen. Oder man nimmt jemanden mit Verbündetenangriff. Dann kann zum Beispiel jemand mit Verbündetenangriff auch nochmal die Chance erhöhen dafür, dass wir hier provozieren können. Also erhöhte Chance für provozieren ist natürlich immer gut. Er selber setzt sich ja auch selbst einen Schild, was man nicht vergessen darf. Wir können das ja mal mit verbündeten Angriff versuchen. Vielleicht kann man das mal zeigen. Das Schöne ist, man muss das auch nicht nur mit Graubart und Eisernen Prago machen. Also man braucht nicht so viele legendäre Champions natürlich, um das machen zu können, sondern man kann hier ein bisschen variieren. Ich habe das auch schon in der Kombination gemacht mit Arbiter, Rasin, Graubart und unserem Krallenhorn. Der war da auch schon dabei und hatte dann noch jemanden, der glaube ich den Defensivsteigerer auch mit ins Team gebracht hat oder das Schild. Könnte sein, dass ich da Drogul mitgenommen habe, einfach für das Schild noch mit. Aber man kann natürlich auch jemand anderen nehmen, der ein gutes Schild setzen kann auf die Verbündeten oder hauptsächlich auf den, natürlich der das Provozieren setzt. Der sollte immer ein gutes Schild oder einen guten Defensivsteigerer haben. Und hier ist der Vorteil mit dem Team, wir haben halt Defensivsteigerer, wir haben Stärkung, wir haben die Möglichkeit Schild zu machen, also von daher sind da schon sehr viele Buffs, um das Durchhaltevermögen von unserem Tank zu steigern und wir landen relativ häufig, wie man sieht, von Graubart hier den Provozieren-Debuff, also er ist schon wieder drauf durch den Gegenangriff, den Graubart jetzt hier gemacht hat, ist schon wieder der Provozieren-Debuff drauf und es prockt auch relativ gut bei ihm, also mit Büchern drin und noch ein bisschen die Fertigkeiten erhöht, damit das prockt, prockt dieser Provozieren-Debuff doch schon recht häufig. Ich zeige euch dann auch gleich nochmal die Fertigkeiten, wie ich die verteilt habe, damit das Provozieren wirklich sehr gut gelingt hier in dem Team. Und man sieht eigentlich auch ganz gut, denke ich mal, dass Graubart wirklich einigermaßen gut durchhält. Also schon natürlich durch die Buffs, die er hat, aber auch durch das Schild, was er sich selber setzt und die Heilung, die er dann dazu bekommt. Also wirklich der Key, sage ich mal, beim Magma-Drachen, wenn man nicht so viel Schaden macht, dass er relativ schnell umfällt zum Beispiel. Man könnte ja auch mit 2, 3 Eisherz nochmal probieren reinzugehen und einfach den provozieren, dauerhaft aufrecht zu halten und einen Prinz Kümar oder irgend sowas und hätte den Magma-Drachen dann auch schnell down, wenn man diese Champions natürlich besitzt, aber wenn man jetzt nicht diese Champions besitzt und hat einfach nur Probleme, dass man nicht durchhalten kann, dann einfach jemanden wie Graubart provozieren auf der A1, Schild, Gegenangriff, provoziert relativ häufig, wie man so schön sieht, selbst wenn er ab und zu wegstirbt, einen guten Wiederbeleber oder 2 gute Wiederbeleber, Heiler mit rein dazu, dann hält das Team relativ lange durch und
dann hat man dann auch nicht unbedingt das Problem, natürlich den Magmadrachen zu töten. Das dauert dann natürlich entsprechend lange. Also je mehr Wiederbeleber-Heiler ich habe und desto weniger Schaden ich natürlich mache, desto länger dauert es am Ende auch. Aber das Ergebnis ist ja immer dasselbe, egal ob ich jetzt schnell bin oder langsam. Und Hauptsache ist, ich bin durch und kann die nächste Stufe vom Doom Tower erreichen. Also ich glaube, das ist ja wirklich unser Ziel, was wir hier haben. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal Graubart, wie der aktuell ausgerüstet ist. Es kommt ja nicht darauf an, dass man so viele legendäre Champions wie möglich reinschickt, sondern es kommt einfach nur darauf an, dass die Skill-Kombination der Champions und die Geschwindigkeit und die Genauigkeit für ihn halt passen. Und deswegen habe ich auch diesen Skill hier unten gewählt. Stärker die Chance durch Fähigkeiten oder Artefakte ein Lähmung, Schlaf, Frost, Angst, wahre Angst oder provozieren Debuff zu verleihen um 5%. Einfach um diesen Frost-Debuff, um diesen provozieren Debuff, das ist halt wirklich perfekt, diese Fähigkeit für ihn nochmal zu steigern. Er hat ja nicht die 100%, er hat halt relativ geringe Chancen manchmal das zu tun, aber ich habe wirklich versucht alles zu tun, um das so ein bisschen zu forcieren. Auch die Buffs von ihm wollte ich versuchen so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, also seinen Schildbuff oder Gegenangriffsbuff wollte ich hier noch erhöhen, deswegen habe ich das hier mit reingenommen, Gegenangriffsfähigkeiten, also wenn er viel Lebenspunkte verliert oder wenn jetzt irgendwo Debuffs verliehen werden, noch die Chance auf einen Gegenangriff, eine Chance auf das Provozieren. Das Provozieren hat eine Chance von 50%, was gar nicht so schlecht ist, wenn man dran denkt, dass man noch Verbündetenangriff jetzt mit drin hat, einen Gegenangriff. Also er macht ja den Gegenangriff auch selbst und auch das Schild noch mit dabei. Also wenn er einen Gegenangriff macht, hat er auch wieder 50%, vorher hat er 50%, also bei zwei Treffern sollte man wenigstens einmal das Provozieren landen können. Das kann man auch mit Geschwindigkeit kompensieren, also man kann auch sagen, okay, ich mache ihn jetzt einfach schneller als den Magma-Drachen und mache vielleicht noch einen Speed-Buffer dazu oder jemand, der das Rundenmeter steigert und dann habe ich ihn noch relativ häufig mit der 1 natürlich auf den Boss losgehen. Man kann das auch manuell spielen, wenn man sagt, ich will jetzt nicht, dass er seine A2 beim Boss macht, sondern ich will jetzt A3 und A1 von ihm sehen, dann kann man das natürlich auch manuell machen. Wie gesagt, man kann auch Counter-Attack-Champions nehmen statt Verbündetenangriff, aber ich denke, Verbündetenangriff ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, Champions damit zu finden. Ansonsten, er macht sich ja selber einen Counter-Attack, das wäre dann, wie gesagt, ein bisschen nur fürs Team generell, dass das Team dann einen Counter-Attack bekommt. Und wie gesagt, Frost hat er auch noch, das ist eine Chance von 25%, die lässt sich nochmal steigern auf 40%. Aber das ist jetzt nicht so eine hohe Chance mit dem Frost, deswegen hatte ich ihm auch das Stun-Set angezogen. Also er hat hier Stun und Genauigkeit an, einfach um ein bisschen mehr Genauigkeit bei ihm zu haben. Und das hat ja auch ausgereicht, wie man gesehen hat, bei Magma-Drachen 271 Genauigkeit. Aber sein Provozieren hat ja auch nochmal diese Chance gesteigert in den Fertigkeiten. Also dadurch, dass das Provozieren in den Fertigkeiten ja auch nochmal mit gesteigert ist, reichte das für den Magma-Drachen hier auf Stufe 80 definitiv auch aus. Man kann natürlich auch jetzt ihm noch ein Wahrnehmungsset anziehen, Genauigkeitsset, einfach damit er noch genauer wird und so weiter. Er muss ja nicht so einen maximalen Damage oder sowas machen. Hauptsache ist viel Defensive noch mit drauf. Genauigkeit bei ihm, Defensive, Geschwindigkeit, das wären jetzt so die Sachen, wo ich sage, okay, da muss man auf jeden Fall Fokus drauf legen. LP kann natürlich auch nie schaden, aber erstmal die anderen Werte natürlich hinbekommen für ihn. Also Graubart ist hier einer der Champions, die man sehr gut benutzen kann, weil er einfach Provozieren auf der A1 hat. Wie gesagt, als Zusatz-Champion habe ich manchmal auch einfach nochmal Krallenhorn hier mit reingenommen, weil der hat ja auf seiner A2 noch das Provozieren mit drauf. Da ist das Provozieren auch, glaube ich, zu fast 100% möglich bei ihm. Aber er macht halt auch nicht wirklich so einen großen Damage, unser Krallenhorn hier. Aber das Provozieren ist eine AOE-Skill und kann auch für Wellen sehr, sehr gut sein. Also im normalen Doom Tower sind die beiden auf jeden Fall ziemlich nice zusammen. Ja, ich hoffe, das hat gezeigt, dass Graubart, unser seltener Champion, auch sehr gut sein kann und es mit einigen legendären, epischen Champions durchaus aufnehmen kann, was den Magma-Drachen hier auf Stufe 80 schwer vom Doom Tower betrifft. Gilt natürlich auch für alle niedrigeren Stufen des Magma-Drachen, auch im normalen Doom Tower natürlich. Da müssen die Werte nicht ganz so krass sein und die Teams auch nicht ganz so extrem natürlich. Aber es hilft natürlich auch, so einen Champion zu haben. Und wenn man Graubart nicht hat, einmal schauen, ob man nicht einen Champion hat, der auf der A1 auch provozieren kann und dann den stattdessen vielleicht mitnehmen. Also Hauptsache ist, man hat Champions, die provozieren können,
dann ist der Rest vom Magma-Drachen eigentlich kein großes Problem mehr. Es können auch zwei Champions sein, die provozieren, die wechseln sich dann gegebenenfalls einfach ab, solange die Geschwindigkeiten aufeinander abgestimmt sind und sie sich auch mit diesen provozierenden Debuffs abwechseln können, dann ist das an sich auch kein Problem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, meine lieben Freunde. Tschüssikowski.